Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CyberPod Unboxing. Heute packen wir das neue iPad Air aus, die insgesamt fünfte iPad-Generation. Weil es für dieses Gerät noch einen extra Testbericht geben wird, wollen wir uns erst einmal nur den Verpackungsinhalt anschauen. Da haben wir zum einen das iPad Air in Weiß. Daneben gibt es noch ein USB-Kabel, eine Kurzanleitung sowie ein Netzteil. Das iPad Air hat im Vergleich zur vierten Generation gute 200 Gramm an Gewicht verloren, was besonders positiv auffällt. Zudem ist es nun auch schlanker und etwas kleiner geworden. Die Displaygröße von 9,7 Zoll bleibt aber konstant. Die Verarbeitung ist, wie nicht anders von Apple gewohnt, tadellos. Die Front bietet neben dem Retina-Display noch den Home-Button sowie eine kleine HD-Kamera. Auf der Rückseite haben wir eine 5-Megapixel-Kamera. Oben rechts wird das Gerät eingeschaltet, oben links befindet sich die Kopfhörerbuchse. An der Unterseite wird das Gerät über den Lightning-Connector aufgeladen. Daneben befinden sich die Lautsprecher. Auf der rechten Seite wird die Lautstärke geregelt oder das Display gesperrt. So viel erst einmal dazu. Näheres gibt es dann wieder beim Testbericht zu erfahren.